Ich glaube, es hat nicht nur für die Steiermark, aber besonders auch für die Steiermark eine riesige Bedeutung, weil es darum geht, wie kommunizieren Wirtschaftsräume miteinander, wie kommunizieren Unternehmungen miteinander und wie kommen die Menschen überhaupt miteinander ins Gespräch. Es ist eine Frage der sozialen Netzwerke, die man natürlich im Face-to-Face-Kontakt abwickeln kann, aber auch über das Netz abwickeln kann. Als solche hat das Internet eine riesige Bedeutung. Und wir müssen alles unternehmen seitens der Politik, dass schnelle Verbindungen, Breitband, Internet etc. Hier Zugang in die Wirtschaftsräume findet, damit man rasch und unkompliziert miteinander in Kontakt treten kann. John Nesbitt hat einmal am Ende des vergangenen Jahrhunderts davon gesprochen, dass das 21. Jahrhundert Möglichmacher braucht. Ich verstehe mich als einer dieser Möglichmacher, der dieses kreative Milieu, das wir in der Steiermark haben, entsprechend unterstützen möchte, hierfür die Rahmenbedingungen geben möchte. Wir haben daher die Creative Industries Styria ins Leben gerufen, eine Netzwerkorganisation, die die Kreativen im Lande mit den produzierenden Branchen, mit den dienstleistenden Branchen vernetzen und verbinden soll. Es gibt die Kreativen Impulse als ein Wirtschaftsförderungsprogramm eines Ressorts. Und es gibt zum Beispiel die Zukunftskonferenzen der Kreativwirtschaft, die Convention, wo hier internationale Experten mit lokalen Größen diskutieren, wie wir die Kreativwirtschaft entsprechend voranbringen.